bist wie ein Bruder für mich. Ah, Digga, Friendzone, Bro. Cute German girl gets fucked on the casting couch. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Oh shit, man. Let's do the intro. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Zweitkanal an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Wir haben heute mal wieder eine Reaction. Und zwar mal wieder auf 4-7. Das neue Battle ist am Start, Digga. Fuck Girl versus Jungfrau. Bestes Battle, big difference. Und ich habe eben schon auf dem Thumbnail gesehen, das ist einfach die Dame mit dem blauen Anzug, wo ich in der letzten Reaction gesagt habe, ob sie nicht eventuell auch battlen wird, als ob ich es schon gespürt hätte, Digga. Prophezeie den, Motherfucker. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter, was die Dame so abzuliefern hat. Anscheinend ein Fuckgirl an der Stelle. Ja, ich bin gespannt. Wir gehen einfach mal rein und schauen uns das Battle an. Von dem jungfräulichen Bruder gegen das Fuckgirl. Yes, sir. Let's go. Kopfhörer den, man. Fast vergessen, jo. Schwierig ohne Kopfhörer, Digga. Let's do it, man, Alter. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Big Difference. Groß, wir haben Papa heute was G. wieder ganz, ganz Spezielles für euch. Und zwar battelt heute Fuck Girl gegen eine Jungfrau. Ihr habt es euch gewünscht, deswegen holt euch Popcorn, seid drauf gespannt. Die werden sich Punchlines geben und viel Spaß mit dem Battle. Wir sind jetzt beim Interview angekommen von Fuck Girl und Jungfrau und die werden sich gleich battlen, die werden sich richtig... Stabiler Anzug auf jeden Fall an der Stelle. Sean Jonathan, man. Krasse Punchlines in den Kopf schmeißen und ich glaube, da ist sehr, sehr viel Feuer drin. Warum möchtest du gerne ein Fuckgirl dissen? Kann ich nicht verstehen. Also ich kann nicht verstehen, wie du so viel fickst, ganz ehrlich zu sein. Abgesehen davon, dass es anstrengend ist, das ist crazy unsauber. Also wenn du, also wirklich, wir haben ja letztens schon gesprochen, du hast mir gesagt, dass du 14 Typen die Woche fickst. Könnte ich nicht, keine Ahnung. Also gar nicht ficken ist jetzt auch... Könnte ich nicht? Okay, Bruder. Ist so das Beste so, aber wenigstens bin ich sauber so. Ich kann keine AIDS haben so, das ist gut. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Was sagst du zu dem? Er hat einfach keine Ahnung, ne? Also... Bisschen weird an der Stelle. Wenn du so ungeschützt und so bist, dann ist das ja dein Problem. Also ich mach das alles sauber und so und danach wirst du auf jeden Fall keine Jungfrau mehr sein. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Findest du, dass du clean it in, man. Viel bessere Ausstrahlung und Punchlines hast als eine Jungfrau? Das sieht man doch jetzt schon. Oh shit. Ganz, ganz stark. Lügen ist nicht gut für die Seele. Er ist voll ernst, Digga, feier ich. Okay, habt ihr euch noch abschließend was zu sagen? Das machen wir gleich. Westside. Ich liebe dich, Bro. Ey, das wird geil, glaube ich. Wir sehen uns beim Battle. Let's go. Westside, Motherfucker. Du bist krasser, du bist hungriger. Kommt zu Singo, die Plattform für alle Musiker. Brrr. Bei Singo im Vertrieb kannst du nie mehr sinken. Dort veröffentlichst du Musik auf allen Streamingdiensten. Denk nicht, dass Social Media es verhindert. Geil, Digga. Singo in it, man. Gönnt euch die Werbung von dem Bre auf jeden Fall. Let's go. Meine Freunde, mein Name ist 4-7. Wir sind immer noch in der Shisha Bar Bless, Rheinstraße 72. Sein Laden. Kommt alle vorbei. Und jetzt kommen wir zu einem Motherfucker-Battle. Das ist einmal Fuck Girl gegen Jungfrau. Macht einmal Lärm. Wir sind alle... Oh, ich bin gespannt, Digga. Gespannt. Natürlich hat der Fuckboy sich hinter dem Fuckgirl positioniert an der Stelle. Bisschen Rücken geben. Und Fuckgirl wird anfangen. Let's motherfucking go. N100, drück auf Play. Können wir ein bisschen lauter machen? Ein bisschen lauter. N100, ich küsse dein Herz, Bruder. Wird noch? Okay. Guck mal, ne, ich würde dir Handshake geben, aber ich habe Angst, dass du kommst. Direkt so. Ihre Stimme ist auch schon nice, Digga. Na, schau. Jetzt kommt die Bad Bitch und du bist direkt verzweifelt. Er ist Jungfrau und ich meine nicht das Sternzeichen. Du hast doch nie gefickt, was sagt man dazu? Nicht mal dein Vater ist so ein Versager wie du. Deine Einstellung war doch gar nicht eingeplant. Er würde gerne ficken, doch seine Schwester hat nein gesagt. Oh shit.
Sister it out, Bruder, auf jeden Fall. Lego und so. Und dein Penis ist funktionslose Dekoration. Wir Frauen wollen einen echten Mann und nicht so eine tuntige Jungfrau mit Sprechgesang. Du brauchst kein Durex-Kondom für das üble Ficken, denn deine Fresse ist das perfekte Verhütungsmittel. Geil, Digga, geil, geil, geil. Ich muss sagen, ihre Stimme und ihre Delivery ist Bombe, nur die Lines. Am Anfang war eine Line dabei, ich hab die jetzt nicht mehr im Kopf, die fand ich richtig geil. Aber die Punchlines, die Punches, die sitzen noch nicht so. Vielleicht kommt da noch. Ich bin von dir echt enttäuscht, denn du warst nie der Stecher, du warst nur der beste Freund. Wie oft musstest du den Satz hören, du Hundegesicht? Sorry, aber du bist wie ein Bruder für mich. Aua, Digga, Friendzone, Bro. Und von deiner Hose kann man schon mal Pizza warten oder widerliche Maden, die dich irgendwann begraben. Was für krasser Rapper, du hast innerliche Plage. Seine Mutter macht ihm jeden Morgen immer noch die Haare. Vielleicht ist diesen Scheier niemals Antäusch. Und wenn ich will, zerstöre ich auch den Fuckboy. Es ist Fackel, wir sehen uns in Runde 2. Bruder, die hat alles auseinandergenommen. Ich schwör's dir, Alter. Geil. Richtig nice Attitude, Bruder. Feier ich hart. Stark, stark, die erste Runde. Ich sag euch ehrlich, ich feier selbstbewusste Frauen immer mehr. So, ich find das einfach geil. Das tört mich auch ein bisschen an. Frauen, die einfach überzeugt von sich sind, so, weißt du? Starke erste Runde von Fuck Girl. Jetzt kommen wir. Okay, Bro, jetzt hau mal raus, Digga. Ich kann mir vorstellen, der Bruder hat auch ein paar witzige Lines auf Lager. Ich muss kurz Wasser holen. Bisschen ausgedried hier an der Stelle. Natürlich, an der Stelle. Dry it out, man. Jetzt bin ich gespannt auf die jungfräuliche Antwort hier. Direkt zu der zweiten Runde. Vom gottesfürchtigen Bre. Zu der ersten Runde von der Jungfrau. Seien wir gespannt. Ja, let's go. Ja. Was war? Ja. Mach den Beat lauter. Ah, jetzt müsste eigentlich der Fuckboy kommen. Aber, ey, wer weiß. Ja. Ich rede nicht von Sex, wenn ich sage, dass ich dich heute im Battle fick. Nehme keine Rücksicht, bin ein Feminist. Dich zerteilen Männer in der Kiste wie bei Magic Tricks. Machst Liebe jeden Tag, weil du sie nicht von Daddy kriegst. Oh! Du bist gerade von der Jungfrau gefickt. Bin heute on top, denn eine Virgin ist nie unter einer Bitch. Meine Mama sagt, ich bin unglaublich schick. Jeden Tag verspeist du Nudeln und ich rede nicht von Gungbau mit Schrimps. Du bist wie die deutsche Rap-Szene, denn du wirst von Männern dominiert. Ich will gar nicht wissen, was in deinem Keller so passiert. Du bist so wie Wodka. Wodka? Jeder Penner schläft mit dir. Digga, der ist lustig. Ich führe ein bisschen Dealer, doch verlier niemals die Hoffnung, denn ich bin ein Dreamer. Ja, es stimmt, ich krieg diese Bitches niemals, doch wenn du meine Auswahl bist, dann wichs ich lieber. Komm, du bist hinter Grund, dass ich keiner an mich ranlass. Du fickst so viel, versteh nicht, wieso du nicht einfach anschaffst. Da verdient man wenigstens ein bisschen Money on the side. Du bist wie ein schlechter Club, jeder Mann kommt bei dir rein. Das sind Sachen, die ihr eh schon wusstet. Willst alle Männer ficken, ich will nur mit Mädchen kuscheln. Im Gegensatz... Süß, Digga. Zu dir hab ich keinen Plan vom Penis lutschen, dein weißes Lächeln kommt sicher nicht vom Zähneputzen. Ich werd dich heute blöd, ich kann nicht verstehen, wie ein Mann jemals dein Freund sein würde. Wegen Frauen wie dir trage ich einen Keuschheitsgürtel. Bin ich vegan, am Ende kennst du aus mit deutschen Würsten. Geiles Battle, ich schwör's dir, Digga. Der Typ ist auch witzig, Digga. Einfach gewirkt, Bruder. Aber ich, für mich liegt das Fuckgirl auf jeden Fall noch vorne. Starke erste Runde von der Jungfrau. Macht einmal mehr für die Jungfrau. Oh mein Gott, was waren das für ersten Runden? Oh mein Gott, wir sind bei der Hälfte angekommen und jetzt kommen wir direkt zu der zweiten Runde von Fuck Girl. 100, drück auf Play. Okay, Round 2, Main. Capital Bra Sommersong, Vishu. Ey, die ist schon am Bouncen, Digga, feier ich.
Yeah, okay. Er feiert Hentai, Japan Tech und K-Pop krass. Am liebsten, wenn seine Schwester wieder Cosplays macht. Du wolltest mit dem Ficken bis zur Heirat warten, bis er irgendwann gemerkt hat, ihn will keiner haben. Und du willst, dass sie heute reitet? Doch Sexpuppe mit Sprachaktivierung sagt, lass Freunde bleiben. Ich werd dein Leben aufs Übelste beenden, du kriegst sie. Der mit Freunde bleiben, der war schon. Jetzt mit Sexpuppe, okay, aber... Nicht Körper, nur aus Mythen und Legenden. Eins will ich dir sagen, du Kackspaß. Du bist keine Jungfrau mehr nach dem, was dein Vater mit dir gemacht hat. Schluss auf, ich komm mit Cleaning Set wie Putzfreund. Kackspaß, der denn? Wolltest Joint drehen, dein Vater wollte Bus bauen. Deine Abo-Nummer sind für ihn Prestige, wahre Porno-Primo-Rechnung. Belasse die Kreditkarte. Mehr Geld für Pornos ausgegeben als für Kräuterkunde. Bei Brothers kriegt er mittlerweile Treuepunkte. So viel bezahlt für das Weibergeschlecht. Tinder Premium, Platin Plus, doch kein einziges mit. Sein Penis wurde noch nie gesehen. Verschleierung mit Gurt, zuletzt wurde er gesichtet. Vom Arzt bei der Geburt. Du hast weder gefickt, noch Liebe gehabt. Deswegen hast du den Scheiß zu deinem Image gemacht. Also verpiss dich, ich kriege von dir Abtüren. Runde 2, du wurdest zerschert von einem Fuckgirl. Ja, geil. Gute Runde, aber haut mich nicht 100% vom Hocker. Ich sag immer noch, das stärkste Mädel ist, glaube ich, immer noch die Samsung-Userin für mich. Aber war eine coole zweite Runde. Erste Runde fand ich stärker. Starke, starke zweite Runde vom Fuckgirl. Mach einmal krassen Lärm für die. Oh mein Gott. Was ein Battle. Jetzt kommen wir direkt zu der zweiten Runde von der Jungfrau. 100, drück auf Play. Westside, Bruder. Let's fucking go. Beat lauter, wirklich lauter. Yeah. Yeah. Bei diesem Part zerfällt dein Kartenhaus. Bin wie deine Pussy, denn ich sehe wie ein Lappen aus. Mit deinem Namen drauf. Cute German Girl gets fucked on the casting couch. Ja, Bruder. Ja. Jetzt hat er die... Ey, ich glaub, Bro, jetzt holt er die langsam ein. Du bist das beste Mittel. Einfach Cute German Girl Casting Couch, Bruder. Wer kennt noch die rote Couch aus meiner alten Wohnung in Mannheim, Digga? Schöne Grüße gehen raus an alle Mannheimer und auch an die Couch und auch an, ja. Samenstau, sag mal, wie oft pumpst du eigentlich deinen Magen aus? Du kommst mehrmals täglich wie die Tagesschau, hast einen dicken Mund und sagst, ich bin eine starke Frau. Du bist das Gegenteil von unantastbar. Der fickt mich gerade. Wickelst Männer um deinen Finger wie ein Pflaster. Trotz Corona hältst du nicht so gerne Abstand. Wäre deine Pussy eine Gegend, wär sie Lappland. Du machst eine schlaflose Bindungsangst. Sieht sogar ein blinder Mann. Kriegst du nicht täglich dick, dann kann es sein, dass deine Stimmung schwankt. Schwarzer Schwanz im Mund, der weiße in der Hand. Ich glaub, du hast es falsch verstanden mit dem Yin und Yang. Du hast so okay. Mit Schwänze leer gewichst, dass du mittlerweile Sperma schwillst. Du hast immer jemand, der in deinem Kerker sitzt und auf Kommando deine Fersen fegt. Machst du das alles wegen Adrenalin oder in der Hoffnung, dass sich mein Partner verliebt? Ich glaube, es wird Zeit, dass du mal paar Ratgeber liest, weil du kannst dich mit einem Basketballteam zu einer Paartherapie. Machst du das alles wegen Dopaminen? Weißes Zeug macht dich geil, red nicht von Kokalinien. Wir zwei sind so verschieden. Während ich mit Netflix alleine auf meinem Sofa liege, bist du zu Hause und schluckst eine Großfamilie. Yo, DJ Cut mal den Beat kurz, ich muss noch was sagen. Digga, ich schwör's dir, den seine Runde, die letzte zweite Runde fand ich richtig nice, Digga. Richtig geil. Okay. Also, eigentlich ist das nicht meine Art. Ich wollte gleich nach dem Battle, dass wir uns direkt ein bisschen versöhnen. Soll ich ein bisschen. Nein. Ich werde so oder so kommen, aber du musst mich nicht anfassen. Also das Ding ist folgendes. Okay, der macht jetzt Real Talk oder was, Bro? Lass doch erstmal stehen, Digga. Bruder, du hast gerade zerstört die Runde, Digga. Lass stehen. Es geht so. Ich hab dich zwar heute gedisst, doch in Wahrheit finde ich dich hübsch. Hoffe ich eh nicht, dass du mir dafür vergibst. Das war nur ein Witz, Mann. Alle Hände hoch, wer sie noch nicht gefickt hat. nur ich? Okay, let's go. Starke zweite Runde von der Jungfrau. Oh mein Gott. Ey, mal was anderes, weißt du, was ich meine so? Bei der Jungfrau und das Fuckgirl. Der Wichser! Ich glaube, die müssen nochmal kommen. Ja, safe, Digga, Runde. Ey,
Ey, auf jeden Fall eine Rückrunde. Schreibt in den Kommentaren, wer gewonnen hat und wenn die beiden nochmal battlen sollen. Boah, Digga, schwierige Nummer jetzt hier, ich schwör's dir. Als Rematch, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare und wir sind raus. So, das war's auch. I like that very much, man. Abonniert den Bre auf jeden Fall. Lasst Like da. Ah, mit dem Kanal habe ich noch gar nicht abonniert. Komm, mit dem Kanal auch ein Abo dagelassen. Ich muss gerade mal kurz überlegen, wer für mich jetzt der Favorit ist, Digga. Wer für mich gewonnen hat. Also ich muss sagen, die erste Runde fand ich besser von der vom Fuck Girl. Aber die zweite Runde von der Jungfrau plus die erste Runde von der Jungfrau übertreffen insgesamt beide Runden vom Fuck Girl, würde ich sagen. Auch das Ende und so, der hat da schon mal nochmal gut einen rausgehauen. So. Also meiner Meinung nach hat die Jungfrau leicht gewonnen. Leicht gewonnen. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare rein. Und ich hoffe, die machen auf jeden Fall nochmal ein Rematch, Digga. Ich küsse euer Herz. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video. Be unique. Dabei ist alles, weil dabei ist alles. Genießt das schöne Wetter draußen, Leute. Ich küsse euer Herz. Peace out.